Guten Tag, herzlich willkommen. Moin, moin, Leute, schön, dass ihr dabei seid. Hier vom City Skylines. Ja, wo wir immer noch leichte Probleme haben. Und zwar Höhenprobleme hier, ne? Einmal von der Bahn. Da können wir dann vielleicht schon mal gucken, dass wir hier gar nicht erst wieder runtergehen, sondern dann vielleicht gleich auf diesem Brückenniveau bleiben. Und hier einfach mal testen. Das Problem ist, ich möchte aber gerne dahinter die Parzelle kaufen, das Land dann da auch auf diese Ebene irgendwo anpassen. Um die Luft wird verschmutzt, das ist schön. Damit wir hier auch die Autobahn gleich auf eine richtige Höhe bringen können. Ich möchte doch diese große Brücke dahin bauen. Langfristig gesehen wird das hier ja auch noch alles irgendwie voll werden. Ne? So, die Uni ist gleich gut besucht. Sozialamt und so weiter. Bla, alles Mögliche. Haben wir noch irgendwelche Gebäude? Auf jeden Fall eine riesige Nachfrage nach allem. Ne? Aber das muss sich doch auch ein bisschen selbst regulieren hier. Gut, das reguliert sich auf jeden Fall nicht von selbst. Der Verkehr hier. Staut sich hier immer wieder. Dann despawnt er komplett, weil er einfach komplett stehen bleibt. Dann fängt er wieder von vorne an. Also das ist das Depot, ne? Ist natürlich auch denkbar, dass wir so das Depot sonst einfach das Zugdepot einfach irgendwie weiter weglegen. Weil von da kommen immer Personenzüge, von da kommen die anderen Züge und irgendwie ist generell das Zugsystem eigentlich zum Abreißen gedacht. Bin nicht zufrieden, Leute. Bin nicht zufrieden, wie ihr merkt. Ne? Funktioniert alles heute nicht so, wie ich will. Hier mit dem Wasserproblem, das habe ich hier ganz viel Terra weggeformt, damit wir da nicht mehr das Wasserproblem haben. Unsere Züge despawnen hier ständig, weil sie einfach nicht fahren, weil sie sich gegenseitig blockieren. Der eine kann hier nicht längs, der andere kann da nicht längs. Also würde ich mal versuchen vielleicht, aber wenn wir das Zugdepot jetzt abreißen, dass wir das mal aber hier nach außen hinlegen oder so. Ich habe auch einfach vielleicht zu eng gebaut, was das angeht, ne? Ja, das jetzt einfach hier mal ranbauen. Ich sollte hier noch irgendwie eine Straße hinkriegen, aber die kriegen wir vielleicht von da rüber dann. Gerade bei Zügen und so muss man da irgendwie ein bisschen mehr Platz. Das Zugdepot wird nach außen verlagert. Ich nerv das selber, Leute. Sorry, ne? Aber ist halt so. Ist ja auch so eine Einwand hier, so eine Geschichte, oder? So, jetzt schnell mal die Züge wieder anbinden. Züge, finde ich, sollte man eigentlich auch immer gerne in Kurven bauen. Der Knick ist auch wieder null gelungen. Bisschen besser, ne? Ah, das ist aber ganz schön hoch gequatscht hier. Ich wusste nicht, dass das Land hier so hoch ist. Aber dieser kleine Hügel, ne? So ein kleiner Berg hier. So natürlich auch nicht wirklich. Ich glaube, heute ist ein Tag, wo ich nicht zufrieden bin.
Hat man, glaube ich, mal, ne? Und Skylines vor allen Dingen, wenn man dann sagt, ach nee, so wollte ich das nicht und so wollte ich das eigentlich auch nicht und warum geht das denn so nicht? Und ja, schon ein bisschen besser. So, zumindest ist unser Depot jetzt wieder angebunden. Ich hoffe, dass er die Routen trotzdem behalten hat. Und die Routen hier löschen wir jetzt natürlich, weil das ist ja hinfällig. Hier braucht keiner mehr längs. Da habe ich eine Stromleitung aus Versehen gerade gecrashed. Muss ich diesen Knick hier nochmal rausnehmen, ne? Das ist ja, weiß ich, was dann passiert. Also meine andere Idee wäre jetzt, wir nehmen den Güterbahnhof, gehen jetzt mit dem einen gerade laufen, dann gehen wir ein Stück rüber, dass wir diesen Knick hier kriegen und mit dem anderen gehen wir einfach versuchen unter die Erde und unter der Erde hier irgendwo unten drunter an diese Bahn anzuschließen. Damit die dann nicht immer so komisch fahren müssen. Ja, also bevor ich ans Autobahnkreuz komme, sind erstmal andere, viele andere Baustellen hier leider gerade zu tun. Ja, das gefällt einem schon ein bisschen besser, ne? Dann haben wir diesen komischen Knick dann nicht mehr drin. So, ich weiß auch nicht, ob wir gleich dann dadurch diese vorhandenen Routen verlieren, weil wir einmal die Bahn kappen. Über den ist ziemlich klar, das sind halt solche. Da kann man nicht viel machen. Wir müssen noch mal gucken, von wo unter der Erde kommen wir denn hier. Ich müsste dann wahrscheinlich hier irgendwo schon abzweigen. Wie tief sind wir da? Kann das einer bestimmen? Wäre ich da 50 Meter runter oder was? Geht tatsächlich. Wobei ich natürlich jetzt eigentlich, naja, nicht ganz richtig bin, ne? Wollte nämlich von dem tiefer. Ja gut, warte mal, ich reiß das nochmal ab. Ich weiß nicht, ob er von unten jetzt alles abgerissen hat, das gucken wir uns gleich an. Den nehmen wir auch weg. Und dem machen wir jetzt nur eine klitzekleine Kurve hier einmal rüber. Dann eine klitzekleine Kurve hier wieder irgendwie hin. Um dann tiefer zu gehen, ne? Ich glaube nicht, dass das verbunden ist. Ich sehe es aber echt nicht gut. Ah.
Das mit den Zügen und Bahnhöfen, da bin ich glaube ich noch kein Freund von. Na, guck mal doch, er hat die Güterzugstrecke umgeändert. Daran glaube ich, erkennen wir das, ne? Und hier vielleicht noch irgendwie einen Knick reinmachen, so eine kleine Kurve hier rundherum. Ist ein Versuch wert, ich habe keine Ahnung, liebe Leute. Ja, der schlängelt sich jetzt irgendwie noch darüber. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich wenig Chancen sonst. Danke für den Follower, moin. Guten Morgen. Schön vor mir, das sei gewünscht. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ja, also werden wir beobachten. Ne? Wir haben jetzt hier nach wie vor unseren Güterbahnhof. Da möchte er irgendwie ein bisschen Güter rüber transportieren zum Hafen. Vom Hafen soll das Ganze dann weg. Und ja, das ist einfach mal eine Idee. Ne? Jetzt haben wir hier nämlich das große Depot weggenommen. Das heißt, wir könnten hier demnächst noch ein bisschen mehr Industrie ansiedeln. Bei Zuna wollen wir auch nicht ran. Hier sind wir bei den Wohnhäusern. Dann müssen wir hier vielleicht ein bisschen Bäume aufbauen. Apropos Bäume. Beim letzten Mal haben wir viele, viele Bäume gepflanzt. So richtig gewachsen sind sie noch nicht. Das dauert vielleicht auch noch das eine oder andere Jahr. Das kann natürlich durchaus sein, dass es vom Spiel auch so richtig dargestellt wird. So, fast 44.000 Einwohner haben wir ganz nebenbei erreicht. Ich habe noch nicht Ahnung, wo weitere heftige Verkehrsprobleme herrschen. Möchte aber jetzt trotzdem, ja, das wäre, aber wir sind gleich soweit, ne? Die Erfahrungspunkte halt ist das Ding. Ich guck mal, wir haben hammer viel Geld. Ich würde jetzt mal eines von diesen besonderen Gebäuden versuchen zu platzieren. Also wir haben den Nasinuela. Also er ist ein Fernsehturm in Tampere, Finnland. Er wurde eröffnet, liegt mitten im Vergnügungspark und bietet eine herrliche Aussicht über den Erholung im Innenraum, Attraktivität 115, 4, irgendwas Millionen. An sich, wir haben ja überall ganz gute Zufriedenheit, obwohl. Nicht so. Das heißt also, wenn wir den hier unten irgendwo bauen, würden die sich hier unten mehr freuen. Das ist auch fast stadtweit, so nach dem Motto. Plus 6.000 EPs. Ja, easy. Weiter ist auch gleich. Jetzt brauchen wir wieder 40.000 Punkte. Das Vorgewusst wird das gleichgesetzt. Das sieht man erst, guck mal, plus 7.000 EPs. Zum Riesenrad noch dazu. Dann holen wir hier auch ein bisschen Freizeit hin in die Ecke, ne? Haben wir noch einen Parkplatz oder so. Ich mache mal eine Stichstraße und dann machen wir den Parkplatz rein. Dann glaube ich, klappt es gerade so mit dem Parkplatz oder der Parkplatz dahinter oder so. Hier die Straße unterbrechen wir ja auch nicht. Das müsste dann eigentlich gehen. Hallo, hallo. Parkplatz. Ich mach das so. Meine freuen sich ja auch angeblich. Warum ist das so? Vorgebäude, Wohnsprache, egal. Ja,
Ja, ist jetzt hier nicht unbedingt so der nice Place vielleicht, aber kommt vielleicht mit der Zeit noch, ne? Damit haben wir gleich schon ordentlich von Level 12. Wir haben natürlich auch ein bisschen weniger Geld, aber wir haben halt auch einfach noch hammer viel Geld. Und so macht es dann vielleicht auch irgendwann Sinn. Vielleicht kommen die Leute hier zum Bahnhof. Dann bauen wir hier noch irgendwie eine Buslinie. So, erstmal Kaffee, Prost. Jetzt können wir nämlich die Parzellen kaufen hier endlich, ne? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Warum sollte ich das ganze Wasser kaufen? Macht das Sinn? Mal da für die Route hin. Und da wollte ich ja sowieso eigentlich ein bisschen gerade ziehen. Ne? Sollte ich hier vielleicht noch kaufen? Ich glaube, ich fange hier einfach mal an zu kaufen. So, dann sind wir nämlich die Dinger los. So, was können wir frei forschen, liebe Leute? Straßen hätten nur noch große Brücken. Ich dachte, ich habe schon große Brücken. Habe ich eigentlich auch gefühlt. Tiefgaragengebäude, eine Tiefgarage. Das finde ich nochmal interessant. Bei dem einen übermäßig so Kohlekraftwerk, ein großes oder ein Solarkraftwerk. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen auf saubere Energie setzen. Das ist schon auch teuer, ne? Moderne Wasserpumpstation. Seuchenschutz. Gesundheitsforschung. Warte mal, die Katastrophen, ne? Katastrophen-Frühwarnsystem. Geht nicht. Brauchen wir erst noch die große Notunterkunft. Zentralbank. Ja, ich glaube, das ist ein mega Teil für Finanzgeschichten. So, sind wir unsere ganzen Punkte los. Denn, wenn wir jetzt mal gucken, die Leute, wir machen aktuell jetzt minus 15.000. Und jetzt sollen wir gleich mal gucken. Hier ist die Zentralbank. Dieses Ding, man sieht es nicht richtig so. Ein Raunen der Sterne geht durch unsere Stadt. Sozialamt haben wir da schon. Ja, das dauert jetzt vielleicht noch einen Blick, aber ich bin der Meinung, das müsste eigentlich gleich ins Plus gehen. Kostet zwar auch 216.000 im Monat, aber das müsste sie eigentlich rausholen. Minus 5% Kosten für Importe, plus 5% Gewinn aus Export. Was ist schon wieder alles passiert ist hier in der Folge? Ja, Uni. Das ist die sechsspurige Straße hier, ne? Und hier haben wir jetzt noch ein unterirdisches Parkhaus. Warte mal, wo haben wir denn? Wir haben auch irgendwo diese. Hier haben wir doch immer so ein Parkproblem. Relativ viele Parkplätze. Ist hier noch nicht ganz so gut hin. Sechzehn Autos können hier hin. Aber wir hätten hier noch ein kleines auch voll, ne?
Dann nehme ich den mal weg. Sorry Leute, ihr müsst weg. Sehe ich eigentlich auch eher Bedarf für einen großen Parkplatz. Die Autos sind mit umgezogen, ne? Hey. So, und hier gucken wir jetzt mal, ob wir den anderen hinkriegen. Und wie viel Platz so eine Tiefgarage bietet. 200. Das ist schon mal deutlich mehr als 60. Aber auch weniger als so ein Großparkplatz. Aber hier sind halt auch 135. Ist halt ziemlich in der Mitte hier, ne? Man muss halt einfach mal gucken, wo könnten wir Tiefgaragen hinkriegen. Da würden wir gegenüber Häuser kaputt machen. Das möchte ich ungerne. Hier sollte es aber eigentlich kein Problem sein, wenn wir hier den mal wegnehmen. Und da jetzt eine kleine Straße bauen. Hier und da können wir jetzt ein Parkhaus reinbauen. Ach, das geht sogar. Ne, da geht's nicht. Hier schon haben wir deutlich mehr Platz und hier könnten wir halt auch noch irgendwas Schönes hinbauen. Oder irgendeine Sportanlage oder was. Moin moin. Aber wir sind am Ende der Folge, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir haben in der Folge wieder einiges geschafft. Zentralbank, hier am Riesenrad und so weiter. Einen schönen Fernsehturm für die Zufriedenheit. Wir haben ohne Ende Nachfrage. Unser Stand wächst. Wir sind bei fast 44.000. Geldtechnisch, ja, da müssen wir wieder ein bisschen dran arbeiten scheinbar. Wir machen minimal Minus. Aber kriegen wir schon gerettet. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.